Diesmal ist sicherlich alles anders. Erinnern wir uns an den August 2022, die Märkte mit einer impulsiven Bärenmarkt-Rallye zwischen Juni und August. Dann musste Jerome Powell reagieren, änderte seine Rede in Jackson Hole kurz vorher und gab den Märkten richtig einen drauf. Muss sich das wiederholen? Nein, natürlich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt genauso überkauft wie im August bei dieser massiven Rallye. Und das Risiko wird aus meiner Sicht jetzt immer größer. Das wird immer offensichtlicher, dass das jetzt am Anschlag ist. Aber schauen wir uns die Dinge doch mal an. Hier sehen wir mal den McLaren Summation Index von Sven Henrik. Da sind wir jetzt genau an diesem Hochpunkt, bei dem wir zuletzt im August gewesen sind. Kann all das weitergehen? Ja, das kann noch weitergehen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis wird aus meiner Sicht jetzt immer ungünstiger. Wir sehen, dass immer mehr in diese Rallye reingezogen wurden. Klar, wenn du Vermögensverwalter bist, wie NAAIM Exposure zeigt, das sind die amerikanischen Vermögensverwalter, und du erlebst so eine Rallye und du bist nicht dabei, dann hast du ein Problem, wenn es zum Abverkauf kommt. Dann kannst du sagen, ja gut, es hat alle erwischt, aber wenn du bei einer Rallye nicht dabei bist, dann hast du ein Problem. Jetzt ist die Investitionsquote der Vermögensverwalter höher, als wir auf dem Hochpunkt der August-Rallye gesehen haben. Das war bisher immer ein Wendepunkt gewesen, muss auch diesmal nicht so sein. Wir sehen, dass der Risikoappetit jetzt auf einem 18-Monats-Hoch ist. Ich erlebe das immer mehr in den Kommentaren. Bullish, 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 Euphorie, der neue Bullenmarkt hat begonnen. Vielleicht stimmt das ja. Aber ich würde die Wahrscheinlichkeit dazu nicht gerade so richtig hoch ansetzen. Aber das ist wohl eine Frage des Temperaments und der Erfahrung. Wir sehen den Fear and Greed Index jetzt bei 70. Noch nicht extrem Greed, aber schon ziemlich viel Greed. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Absicherungsneigung immer mehr abnimmt. Der VIX jetzt bei einem Stand von 18. Also man geht jetzt weitgehend ungehedged in diese Monsterwoche. Nächste Woche, da haben wir ja nicht nur die Fed-Sitzung, sondern wir haben die Großen, wir haben Apple, wir haben Google, wir haben eine Menge Zahlen. Das wird echt eine Monsterwoche und da geht man also mit einem großen Optimismus rein. Wir sehen jetzt einen massiven Short Squeeze offenkundig bei Tesla. Die Religionsgemeinschaft Tesla ist wieder sehr aktiv. Die waren lange sehr still, jetzt sind sie wieder da. Auch das ein Zeichen für mich. Wir sehen, dass die Aktie 20% in zwei Tagen gestiegen ist nach den großartigen Zahlen. 7% aller gehandelten Optionen entfallen auf Tesla mit Abstand der Nummer 1. Also das ist ein Optionsspiel auch, dass dann die Market Maker, wenn die Aktie nach oben geht, zu Absicherungskäufen in der Tesla-Aktie gezwungen hat. Allerdings sind wir jetzt an einem Widerstand. Ich habe das hier in diesem Chart von Capital.com eingezeichnet. Wir sehen Tesla auf 178 gestiegen. Und da habe ich sie mir jetzt mal gegriffen. Anders als die Religionsgemeinschaft Tesla sagt, bin ich oder war ich nicht short, genauer gesagt. Jetzt bin ich mal mit einer Position short, aber bitte nicht nachmachen, meine Damen und Herren. Warum? Das sehen Sie hier, das ist zu schnell. Wir sind total überkauft, wir sind jetzt an einem Widerstand. Da habe ich einfach mal die Finger reingesteckt. Aber kommen wir nochmal zur Fed. 2 Billionen an Marktkapitalisierung in 8 Minuten. Das war das Ergebnis der Rede im August von Jerome Powell in Jackson Hole. Ähnliche Situation wie heute, die Märkte euphorisch, die Märkte erwarteten den Pivot. Die sagten, naja, die Fed wird doch bald umsteuern, das wird nicht so weitergehen. 4,2 Milliarden Dollar pro Minute haben sich an Marktkapitalisierung da in Luft aufgelöst. Die Märkte dann bis September, Oktober nochmal gefallen, ein neues Tief gebildet und dann wieder nach oben. Wie wir wissen, Kashkari, Fed-Mitglied der Minneapolis-Chef, hat damals gesagt, ja, ich bin sehr glücklich über die Reaktion der Märkte, also über diesen heftigen Abverkauf. Warum? Weil eben die Fed nicht daran interessiert sein kann, dass die Financial Conditions sich weiter auflockern, damit die Nachfrage wieder anzieht. Inflation ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage plus Geldmenge, könnte man sagen. Wenn jetzt eben die Nachfrage wieder anzieht, dann wird die Inflation hartnäckiger. Und wir sehen diese Rallye jetzt, obwohl die Liquidität abnimmt. Die Fed entzieht weiter
oder die FED reduzierte weiter ihre Bilanzsumme und dennoch sehen wir, dass das so weit auseinanderdriftet wie schon lange nicht mehr. Liquidität und Rallye, wann hatten wir zuletzt ein solches Auseinanderdriften? Gucken Sie mal hier, das war im August und es ist super ausgegangen dann die nächsten Zeit. Hier sehen wir nochmal die Bilanzreduzierung, alles relativ gemächlich bei der FED, aber wir sind jetzt unter 8,5 Billionen. Es geht also konstant voran, was die Bilanzsummenreduzierung betrifft. Und die Märkte insgesamt gehen ja davon aus, dass die FED dann vielleicht nochmal die Zinsen auf 5% anhebt, aber dann auch wieder senken wird. Aber warum sollte sie das tun, wenn nicht eine dicke Rezession kommt oder eine Rezession kommt? Und wenn eine Rezession kommt und die FED dann die Zinsen senkt, dann wären die Gewinnschätzungen eben zu optimistisch. Da beißt sich die Katze in den Schwanz aus meiner Sicht. Wir sehen auf der anderen Seite schon durchaus Kollateralschäden der steigenden Zinsen. Hier die Autoloans derzeit bei 6% Zinsen. Kreditkarten bei 19-20%, aber wir haben jetzt eine Ausfallquote dieser Autoloans, die immer wichtiger geworden sind, ist jetzt die wichtigste Kreditkategorie in den USA bei Privatkunden, abseits von Hypotheken, also von Immobilienkrediten. Hier sehen wir, dass die Ausfallrate jetzt mit 5,67% höher ist als auf dem Hochpunkt der Finanzkrise. Das war Januar 2009, damals bei 5,04%. Also wir sehen, dass da durchaus was passiert. Heute gab es die Inflationszahlen. Naja, die waren letztendlich wie erwartet zum Vormonat plus 0,1%, eigentlich erwartet 0,0, also sogar einen Ticken höher. Kernrate genauso wie erwartet, auch die PCE-Zahl zum Vorjahresmonat mit 5,0% wie erwartet. Agenturen schreiben, ja, es gäbe ja Anzeichen, dass die Inflation nach unten kommt, deswegen diese Rallye, okay. Aber wir sehen nochmal zu diesem Thema Nachfrage. Wir haben jetzt heute Daten von den anstehenden Hausverkäufen bekommen. NAR ist eine Immobilienvereinigung in den USA und hier sagt der Chefvolkswirt, also wir scheinen jetzt den Tiefpunkt am Hausmarkt wirklich durchschritten zu haben. Warum? Weil eben die Hypothekenzinsen jetzt zuletzt gefallen sind im Rahmen der Lockerung der Financial Conditions. Wir sehen zum Beispiel hier in diesem Chart Lumber, also Bauholz, massiv nach oben gegangen in den letzten Wochen. Das heißt nichts anderes, als dass hier Nachfrage wieder deutlich anzieht. Das kann und wird der FED nicht gefallen. Wir sind zwar zum Vorjahresmonat bei den anstehenden Hausverkäufen um 33,8% gefallen, aber wie gesagt, das war jetzt der erste Monat, wo es wieder nach oben ging, seit Mai der erste Monat. Also das ist gewissermaßen eine Kehrtwende. Anders als in Europa, hier sind die Neuanträge auf Immobilienfinanzierungen um 70% zurückgegangen in nur 12 Monaten und das Ganze begann, wie diese Grafik hier zeigt, eben mit dem ersten oder mit den Zinsanhebungen der FED. Ein Grund für den Optimismus der Märkte ist ja auch, dass die Bank of Canada gestern gesagt hat, okay, wir heben nochmal die Zinsen um 0,25% an, aber dann machen wir erstmal eine Pause. Und dann war natürlich der Analogieschluss der Märkte, dann wird die FED das genauso machen, denn die sind sich ja doch ziemlich ähnlich, Kanada und die USA. Nein, nicht ganz. Dann gucken wir uns mal die Verschuldung der Kanadier an. Die ist pro Kopf höher jetzt als in Relation zum BIP, als bei den Japanern auf dem Hochpunkt der japanischen Immobilienblase in den 1990er Jahren mit 235%. Also es gibt gute Gründe, warum die Bank of Canada erstmal jetzt die Füße stillhält. Bei den Amerikanern ist zwar die Verschuldung auch hoch, aber lange nicht so hoch. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Und wenn wir jetzt nochmal zur Eurozone kommen, hier sagt Holger Cepic, Inflation ist immer ein monetäres Phänomen. Ja, da ist sicherlich was dran. Es ist die Voraussetzung aus meiner Sicht. Er zeigt hier die Zusammenspiel zwischen eben der Geldmenge und der Inflation, reicht aber als Erklärung aus meiner Sicht nicht aus. Es ist dann eben noch Angebot-Nachfragesituation, die ja so gestört war durch Corona, durch Ukraine-Krieg, hat sich da was getan. Aber da ist durchaus was dran, dass da Zusammenhänge sind, keine Frage. Jetzt hat die Commerzbank unter Jörg Krämer
mal interessanterweise eine Aufstellung gemacht, wie es aussieht innerhalb der EZB mit Falken und Tauben, also mit Leuten, die eher aggressiv Zinsanhebungen wollen. Da gibt es offenkundig nur noch einen, das ist Knot, der Holländer. Dann Nagel, der Deutsche, ist ziemlich hawkisch, dagegen eher dovish. Lagarde wird sie hier eingeschätzt, obwohl die auch jetzt in letzter Zeit eigentlich immer sagt, wir werden mehrfach die Zinsen um 0,5% anheben. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie Daniel Eckert hier zeigt, dass das Preisniveau in Deutschland seit 2019, dem letzten Monat vor der Mehrfachkrise, also Ende 2019, 14% ist die Inflation nach oben gegangen. Die Löhne sind es nicht. Dementsprechend haben wir eben Kaufkraftverluste der Leute. Auf der anderen Seite entsteht jetzt Druck in Sachen Löhnen, denn das offizielle Arbeitsmarktbarometer hat gezeigt, dass wir jetzt im Grunde eine Nachfrage nach Arbeitskräften haben, wie seit dem Wirtschaftswunder nicht mehr, also seit den 1950er Jahren. Und das heißt Klartext, wo die Nachfrage groß ist und das Angebot nicht so groß, da steigen die Preise. Das heißt, auch hier werden wir weiter wahrscheinlich inflationäre Tendenzen haben. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse, wo Sie allerdings auch mehr Zeit haben, dementsprechend heute drei Artikelempfehlungen, eben diese Immobilienkredite, 70% nach unten, warum, weshalb, wieso, lesen Sie dort. Dann in Schweden, da ist eine Situation, die wirklich dramatisch ist. Man hat jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Notenbank muss die Zinsen weiter anheben wegen der Inflation. Auf der anderen Seite haben viele Schweden ihre Kredite gar nicht zurückgezahlt, sondern immer nur die Zinsen für die Kredite bezahlt. Gleichzeitig sind die Hauspreise massiv gestiegen, jetzt sind die im freien Fall. Der IWF sagt jetzt, die schwedischen Banken müssen ihre Risikopuffer erhöhen. Auch super interessant. Zweite Empfehlung und letzte Empfehlung, Anlegerströme in europäische Aktien. Man hat es fast schon geahnt, das ist die dritte Empfehlung. Und jetzt empfehle ich mich und wünsche ein wunderschönes Wochenende. Servus, ciao.